Oh, ich glaube, wir haben genug Energie geladen. Let's go. Was geht, Jungs? Ich habe hier ein paar stabile Typen, die richtig oder falsch spielen wollen. Stellt euch mal vor. Ja, was geht? Ey, One Piece Theoretiker auf YouTube. Ich mache One Piece Gedöns. Was geht? Was steht? Shadow 030 am Start. Was geht, Basti, Kameramann von Shadow 030? Pass auf. Freue mich auf jeden Fall. Geil. Ich sehe, ihr seid schön stabil, schön sportlich. Ich hoffe, dass einer von euch mir auch einen guten zieht. Ich traue mich gar nicht, Digga. Let's go. Also, Bobo, du kannst starten. Okay, die erste Frage. Wie viele Folgen hat Dragon Ball Z? Oh, Bro. Digga, ich hab gerade geguckt. Das ist einfach. Fuck, warte. Dragon Ball Z nur, ja? Genau, Dragon Ball Z. Scheiße, Mann. Auf meiner Dings, wo ich das geguckt habe, war nur so immer Saga und Staffel aufgeteilt. Gar nicht Folgenanzahl. Das ist wirklich... Mit Filler? Komplett, ne? Oh Mann, scheiße! Oh mein Gott, ich hab irgendwas eingetippt. Ich glaube, ich scheiße hart rein. Ich krieg so eine Bombe jetzt. Das weiß ich schon seit ich ein Kind bin. Ich krieg so eine Bombe jetzt, ey, scheiße, Mann. Okay, wann machen wir? Seid ihr ready? Ja, Alle ready? Zu viel hab ich gemacht. Okay. Nur Z. Ja, okay. Du jetzt alle Ergebnisse zeigen. Ich hab viel zu viel, Bro. Was hast du? 350. 320. 291. Oh, shit. 300. 64. Ich hab die Faust schon gespürt beim Zeigen, Digga. Hey, Timon, bei dir ist einfach, weil du bist Fan, super, super Fan. Das heißt, bei dir ist genau auf den Punkt, genau. Yeah! 291. Nein, dann bin ich ne, also er hat gewonnen. Er hat genau OTP, den Punkt. Nein, OTP-Krieg. Hast du wirklich? Wie warst du? 364? Ja, OTP. Ey, nein. Ja, stimmt. Ja. Ja. Okay. Der blaue Fleck sieht man nicht. Ja, zähl mal auf jeden Fall. Warte. Versuch ein bisschen Dings. Digga, ich krieg die erste. Ich hab Dragon Ball wahrscheinlich. Ich hab's gerade erst geguckt nochmal. Digga, verrückt. Achso, mit Dings. Okay. Warte mal. Junge. Okay, so. Wir machen direkt weiter. Ja. Dann fährst du mich erstmal gegen die Wand, Digga. Geil. Okay, okay. Wie viele Einwohner hat Konoha? Mann, Bro. Hä? Wie viele Einwohner? Wer will das wissen? Okay. Hast du das jemals irgendwo gehört? Nee, niemals. Ich sag zwischen, also sag euch kurz, wo das liegt, zwischen 10 und 100.000. Und da könnt ihr jetzt wie einfach... Wie viele Einwohner hat Konoha? Das ist das Versteckte. Das Versteckte hinter dem... Nee! Danzo hat's gesagt! Hör auf! Danzo hat's gesagt! Warte! Ich hab. Oh scheiße, ich hab so Angst, Mann. Okay. Digga, was mach ich hier? Wir hatten doch schon vorhin die Frage. Ja. Ja, nein, ey. Ey, nice, ja. Digga, das ist ja unfair. Komm, hau direkt. Okay, okay. Aber ich stell jetzt danach die Frage direkt. Okay, ihr habt alle Zahlen im Kopf. Ja, ja. Ungefähr, ne? Das ist jetzt unfair, wenn ich jetzt... Warte, stopp. Wie viele wurde ausgelöst? Wie viele davon sind Ninjas? Oh, okay, da muss ich... Willst jetzt nur die Ninjas, ja? Yes. Ninjas in Konoha. Hä, Alter? 20%? Ich würde auch schätzen, ein Fünftel ungefähr. Du weißt es wirklich jetzt nicht, ne? Nee. Das mit Ninjas weiß ich, das mit Konoha wusste ich, das war ja vorhin. Ey, ich hab jetzt wirklich, ey, ich spiel schon wieder die nächste Faust. Das ist verrückt. Ist aber ich hab das Gute. Okay. Ja. Okay, ready? Ja. Alle Zahl und zeigt kurz die Zahl. 23.000. 13.000. 20.000. Ja. Und wenn ich richtig liege, sage ich dir auch die komplette Konoha-Zahl. Okay, okay. 13.000 und die komplette Konoha-Anzahl 40.000. Nein. Nee? 80. 80. Und wie viele? 80, es waren 13.000. Yeah. Nein. Ja! Ja. 13.000 genau. Er hat gegoogelt. Ich hab 20 10, ich bin safe. Du! Okay. 10! Hau drauf, ich sag. 23. Nein, du drauf. Ah, oh, super. Oh, super. Du siehst aus, links oder rechts? Ist egal. Ja, kann ich Foto machen? So. Aber lock. Zieh ruhig durch. Okay, bereit? Ready. Wow, der war knackig, Digga. Der war super. Jetzt kommt. Jetzt haben wir noch eine Lustige. Genau, Punktlandung. Der war hart, Digga. Der war hart. Okay. Nächste Frage. Wie alt war Muten Roshi am Ende von Dragon Ball Z? Wie wäre es, wenn wir zur Feier des Tages ein bisschen Puff-Puff machen? Wann wirst du endlich mal ein bisschen lockerer? Bei dir bestimmt nie, du alter Lustkreis. Oh. So, Friends, eine klitzekleine Unterbrechung wegen zwei heftigen neuen Ankündigungen. Und zwar ist es soweit, ihr findet mich endlich auch auf Twitch unter dem Namen Xenos Timon, wie auf allen anderen weiteren Kanälen auch. Also unbedingt reinschauen, jeden Sonntag gehe ich jetzt für euch live
und heute um 20 Uhr mein erster Livestream. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und wir auf ein paar lustige Videos reagieren und in Zukunft auch anderen Stuff machen, Gaming und so weiter. Außerdem die zweite heftigste Ankündigung. Mein neuer Track, der asoziale Otaku, kommt nächsten Freitag. Also unbedingt reinhören. Hier einmal das Datum. Also merkt euch das schon mal. Geht auf Spotify, folgt mir auf Spotify, damit ihr es auf keinen Fall verpasst. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Song auch supportet, in eure Stories reinpackt und so weiter. In diesem Sinne, jetzt geht's weiter mit dem Video. Machen Dale in Monaco, ich bin drauf, schlag dich kau. Asozialster Otaku, beiseite Bakayaro. Putana sagt Mayaro, gozaimasu arigato. Asozialster Otaku, alles Latte wie Macchiato. Ficke deine Mutter auf der Rückbank vom Galado. Nein! Machen wir nochmal den Tosch. Digga, Xenos weiß das, der hat gerade eine Figur geantwortet. Da steht was drauf. Ich aber der hat auch noch nicht zugelegt, irgendwie, ne? Wie du, ne? Auf deiner Massephase? So, so ziemlich. Auch ein bisschen mehr, dass ich aber. Wie alt bist du wahrscheinlich? 50 Jahre alt, ne? Ja. Weißt du, genau. So sieht er auch aus. Und mit 53 werden sie kürzer. Boah, ja, das ist schlecht. Wie alt? 100 plus auf jeden Fall. Echt? Ja, aber das ist ein Mensch so, weißt du? Ja, ist aber ich glaube glaub 100 plus. Mein Baba, wie alt ist die, Digga? Okay. Ja, ja, aber es ist wirklich, das ist wichtig, er ist ein Mensch. Doch, oder spielt es keine Rolle? Doch, natürlich spielt es eine Rolle. Du weißt es, ne? Du weißt es. Wie, du weißt das? Wenn, vielleicht ein, zwei Jahre bin ich daneben, aber ich glaube, ich habe die genaue Zeit. Okay. Weil wir gestern noch mit einem Typen diskutiert hatten, der hatte, war komplett daneben und der hatte Muten Roshi Cosplay an. Ach du Scheiße. Oh, dann was ist Muten Roshi, wie alt bist du gerade? 72. Du bist doch viel älter. Erwischt. Über 300 auf jeden Fall. Über 300? Ist er über 300? Ja. Scheiße. Erwischt. Kein echter Fan. Er tappt den Fake-Fans. Oh, das war's mit dem, was er erzählt hat. Der hat mir erzählt. Ja, ja. Habt ihr alle was? Oh shit, Digga. Alle Zahlen? Ich hab schon eingetippt. Ja. Ich darf nicht verändern. Ja, okay. Okay, zeig kurz. Wir haben 109, 76. Ja. Was hast du? Nee, ist nicht am weitesten weg. 353. Du bist am weitesten weg. 92. Hey. 92. Er weiß es ja ungefähr. Du bist am weitesten weg. Muten Roshi ist am Ende von Dragon Ball Z 354 Jahre alt. Wichtig! Wer darf? Ein daneben weiß. Wichtig! So ein Quatsch, da ehrlich. Wichtig! Wer war am weitesten? Ich muss krieg und von wem? Ah, von Bimo. Ah, okay, los geht's. Mit Schulter oder Bauch? Schulter. Mann, so alt ist der? Das war klar. Quatsch, das war Quatsch. Weil es musst du 100 plus sein. Von jeder Logik. Das. Let's go. Boah, warte, ich muss da anrufen. Achso, ja. Oh, wow. Ich hab nichts drauf geachtet. Okay, der war gut. Okay, wir machen. Hart. Es kommt wie viel noch? Letzte, glaube ich, ne? Letzte Frage, genau. In welchem Jahr hatte Akira Toriyama seinen ersten großen Durchbruch? Mann, Bro. Mit seinem wie alt ist er erstmal? Okay. Der große Durchbruch oder was? Ja, genau. Was heißt denn großer Durchbruch? Der Dr. Slum Durchbruch oder der Dragon Ball Durchbruch? Genau, der Dr. Slum Durchbruch. Guck mal, dass er das schon wusste. Scheiße! Ja, aber als wüsste ich jetzt ein Jahr, warte mal. Ja, doch, Dr. Slum weiß. Vor 2000. Ja, du weißt alles, hör auf. Ja, wegen der Doku jetzt noch vor kurzem. Ja, also, hast du die Doku? Weiß nicht? Ja. Ich nicht, Digga, fuck. Okay. Aber früher 2000 noch? Ja, früher 2000 müsste das sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch 2010er Dr. Slum. Okay, nee, komm. Wir droppen. Dann ist es so. Was soll ich machen? Dann ist es so. Okay. 3. Habt ihr alle? Nee, ja, keine Ahnung. Okay. Hä? Ich fang an. Hä? Stopp, ich muss ändern. Ich fang an. Okay. Ein Jahr? Okay. Hast du 94? Ja, ich hab 94. Okay. Hä? Ja, du okay. Bist wieder weit weg. Es ist 1979. Ja. Jawohl, Nathan, jawohl. 77? Ja, ich bin noch nicht am weitesten weg. 79. Du hast 94. Ich hab 90. Er hat 90, er hat 79. Du hast 94, ich hab 93. Du bist am weitesten weg. Ah, komm, wer darf jetzt? Aber Digga, er hatte... Da Timon das schon wusste, wegen der Doku, rein, oh, bitte. Ist er raus, aber... Echt? Du darfst. Geil. Hast du nicht noch irgendwie eine One Piece Frage oder so? Damit du vielleicht auch... Hey, ich will Shadow gar nicht machen. Komm. Hier, mach auch rein. Zieh durch, okay, zieh durch. Stabil. Hast du nicht vielleicht noch eine One Piece Frage oder so, damit ich vielleicht auch einen kassiere? Ja, wir müssen leider weiter. Okay, komm, wir müssen raus. Danke, Jungs, fürs Mitmachen. Danke auch. Schade, dass ich keinen Geil. Ja, danke dir. War mir eine Ehre. Wirklich.